Ich meine, wir haben die letzten Tage und Wochen so viele unglaubliche Nachrichten, eine nach der anderen bekommen. Palpatine persönlich, Ian McDiarmids angeteaste Rückkehr des Imperators, Darth Sidious, kam jetzt noch dazu. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sein Mentor, es geht um Vader, eines Tages wieder einmal in den Schatten herumschleicht. Das ist doch mal eine Ansage. Es sind so viele unglaubliche Dinge, die wir zu sehen bekommen werden. Doch in all der Zeit, in all den Jahren rund um Star Wars, blieb eine Frage seit dem Erscheinen von Eine neue Hoffnung im Jahr 1977, Obi-Wans erstem Auftreten, offen. Als er R2-D2 das erste Mal sieht, behauptet er locker flockig, dass er nichts davon wusste, einen Droiden gehabt zu haben. Er erkennt R2 nicht wieder. Klar, die Sherlocks unter euch wissen genau, zu diesem Zeitpunkt gab es Episoden 1 bis 3 nicht. Daher war das nicht mit in die Story eingebaut. Aber was, wenn es dafür einen Grund gibt? Einen Grund, warum Obi-Wan sich nicht an den kleinen Astromech-Droiden erinnern kann, der ihn jahrelang mit Anakin und Ahsoka während der Klonkriege begleitete. Bereits 2018 suchten wir nach einer Antwort. Am naheliegendsten war wohl, dass Obi-Wan Luke anlog und sich damit doch an den Droiden erinnerte. Er hatte schließlich einen guten Grund, die volle Wahrheit zu verbergen. Nicht nur die Klonkriege als äußerst brutale Schlachten waren ein Problem. Lukes Vater, Darth Vader, das Böse in Person, hätte Luke zu diesem Zeitpunkt komplett überrumpelt. Der Farmjunge kannte die Welt außerhalb Tatooines nicht, so ging Kenobi langsam und behütet vor. Das, was unseren Obi-Wan eben ausmacht. Der Jedi-Meister wusste, wie wichtig der erste Schritt für den jungen Skywalker war. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Obi-Wans herzzerreißender Kampf gegen Anakin ein psychologisches Dilemma war. Nicht mal ein Jedi wie er wird darüber hinwegkommen, dass er seinem ehemaligen Padawan, den er als kleinen Jungen kennenlernte, Gliedmaßen abtrennte und zum Sterben auf Mustafa zurückließ. Er sah ihm wortwörtlich beim Verbrennen zu, er litt stärker als jede andere Person darunter, Anakin fallen zu lassen. In den 19 Jahren zwischen Episoden 3 und 4 alterte er sichtlich schneller und verlor sein junges Ich. So sind nicht nur die Zwillingssonnen Tatooines schuld am schnellen Alterungsprozess Kenobis. Der psychische Druck und die eine einzige Aufgabe, alles daran zu setzen, die neue Hoffnung vor der dunklen Seite zu bewahren, nagten an seiner Jugend. Was also, wenn die 19 Jahre, die wir zum Teil in Obi-Wan Kenobis Serie sehen werden, seine Psyche und seinen Geist so leiden ließen, dass er ein Detail aus der Vergangenheit vergaß? Posttraumatische Gedächtnisstörungen sind nicht abwegig. Die Erinnerung an einen kleinen Druiden könnte in den Jahren seiner vollen Aufopferung in der Hitze Tatooines zum Schutze Lukes verblasst sein. Jedoch, wenn wir von den Büchern ausgehen, die ja gerne mal durch Serien überschrieben werden, gibt es sogar eine feste Antwort auf die Frage. Denn im kanonischen Buch zu Star Wars Episode 4, The Princess, The Scoundrel and the Farmboy, spielt sich in der Szene zu Lukes Lichtschwerttraining ein besonderes Ereignis ab. Han Solo sieht, wie das Fossil Ben Kenobi den kleinen Droiden zu sich herwinkt, während Luke konzentriert auf den Trainingsdroiden blickte. Völlig in seiner Welt verloren, schwingt Luke das Lichtschwert hin und her. Die R2-Einheit stellt sich indes neben Ben und es wirkt für Han wie eine altbekannte Szene von einem Mann und seinem treuen Freund, einem Haustier. Seine Hand auf den Droidenkopf abgelegt, spricht der Jedi leise. Es ist schön, wieder mit dir zu fliegen, mein alter Freund. Das hier ist also zurzeit die offizielle Antwort und passt ziemlich gut ins Bild zum hütenden Jedi-Meister. Unserer Meinung nach sind beide Ansätze zu der Lösung dieses Rätsels vertretbar, auch wenn wir den gewieften Kenobi und seinen Standpunkt glauben persönlich bevorzugen. Vielleicht wird es sogar eine neue Antwort auf diese Frage geben in der Serie Obi-Wan Kenobi. Schreibt uns jetzt eure Idee zu der Antwort in die Kommentare und unterstützt uns mit einem Like. Eure 212.